Ja, ich merke gerade, ich muss bei dem Aufnahmen muss ich noch was umstellen jetzt mit dem neuen Prozessor. Also, bleiben einige von uns hier zurück? Das halbe Heer ist in Tamefjord und wir haben Hilfe aus dem Süden bekommen. Wir haben das losgezogen, zur Verteidigung hier zu bleiben. Schade. Ich wollte Burgrets Gesicht sehen, wenn wir seine Feste stürmen. Jetzt werden uns nur große Geschichten bleiben, erzählt von besoffenen Helden. Hat er wohl recht. So, gleich weiter. Ohne große Pause. Ab in die nächste Sause. Guck mal, da sind die beiden Spottstreiter, die wir letztes Mal hatten. Ach stimmt, das ist gar kein Eiferer. Nee, hä? Ach, das ist. Das nicht 250. Snottager Hamskier hat 250. Das ist ein Jomswikinger, den ich. Jetzt habe ich die falsche Tastatur. Nein, jetzt leuchtet meine Tastatur. Nein! Ah! Läuft doch nicht! Das ist ein Jomswikinger, den ich anheuern kann, aber die kosten ja Geld, deswegen wollte ich den nicht. Sei gegrüßt, Eivor! Lass mich dir meine Axt leihen! Von Theohill. Kostet mich 100. Ich brauche deine Axt noch. Meine Klinge ist immer bereit. Vielleicht später. Ich glaube, als ich letztes Mal hier war, warst du eine andere Person. Herzlichen Glückwunsch zum Sinneswandel. Ach, da hätte ich ja gar nicht hochgehen müssen. Egal. Segelt nach Südosten! Bringt die Männer zu den Toren von Tamefjord! Wir fluten die Felder! Und Bogret wird weinen, wenn er sieht, was die Zukunft für sein Reich bereithält. Eivor, ist deine Axt geschärft? Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberung. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen um ein... Los! Los! Ruhig, Eva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja, in diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Ceolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Das halte ich auch für einen schlechten Einfall. Der wird wahrscheinlich dabei draufgehen, oder? Und dann wird der König uns verraten. Einen kleinen Jungen, der nach Angstschweiß riecht, einem Rudel Wölfe vorzuwerfen, ist keine gute Übung. Sicher, dass Ceolwulf das will? Nun, man hätte es so oder so verstehen können. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Ich weiß nicht, irgendwie fetzt Ivar. Steig auf, Eivor. Es ist ein langer Ritt bis nach Tamefjord. Das sehe ich auch gerade so. Kann ich da nicht einfach hinflattern? War ich da schon? Wo ist denn das? Hä? Okay. Ich folge euch einfach mal. Du wirst meinen Bruder aushalten müssen. Ihr findet immer neue Arten der Unterhaltung. Das werde ich mir merken. Und halt die Augen offen. Riechst du das, Ceolbert? Der Gestank des Neids. Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Wenn man schon mal reitet. Warum ist Ceolwulfs Sohn überhaupt in Cheolwidum? Ceolwulf will so seine Loyalität unter Beweis stellen. Und wo wären ein Verräter und sein Sohn sicherer als mitten in einem Haufen Dänen? Sicher vor wem? Du und Ivar habt diesen Ski ins Verderben gestürzt. Die Fürth und die Leute sind auf unserer Seite. Aber Burgred hat immer noch Soldaten in ganz Mercia. Sie sind ihm treu und werden ihn bis zum Tod verteidigen. Mein Wolf ist schneller. Hihi. Eivor, du redest irgendwie anders als die anderen Brüder. Da hast du recht. Die meisten hier in Engleland bemerken das nicht. Nicht alle Dänen sind Dänen. Woher kommst du denn, wenn ich fragen darf? Aus Fornberg in Nordwege. Nördlich der Dänenlande.
Ich wusste nicht, dass es weiter im Norden noch mehr gibt. Wie sind die Leute dort? Schon mal gesehen, wie eine Schafsherde sich gegenseitig folgend über eine Klippe rennt. So sind die Leute. Jedenfalls die, die noch übrig sind. Ein besserer Vergleich fällt mir auch nicht ein. Müssen wir sind also alle aus Nordwege geflohen, ja? In etwa. Nordwege ist nun die Provinz eines jungen Königs. Harald heißt er. Und er ist weiser, als sein Alter es vermuten lässt. Bist du nicht wütend, dass er dich und so viele andere vertrieben hat? Das war ich. Eine Weile. Doch die Wochen auf See haben die Furchen meiner Stirn geglättet. Ich glaube, irgendwie bewundere ich König Harald sogar. Mit Worten und Waffen hat er das Land befriedet, das ich meine Heimat nenne. Zum ersten Mal, soweit Erinnerungen und die Lieder der Skalden zurückreichen, hat Nordwege einen König. Nur einen. Das ist eine große Leistung. Ist die Kamerafahrt langweilig? Englerland ist halb so groß wie Nordwege. Und doch haben wir 4 Könige in 4 Königreichen. Siehst du? Wie könnte ich nicht beeindruckt sein? Nein, Harald ist ein guter Mann mit großen Plänen. Das erkenne ich jetzt. Ich bin nur 6 Jahre jünger und habe noch keine Schlacht erlebt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie geschickt und gewitzt er sein muss. Deine erste Schlacht steht bevor, junger Chilbert. Und von nun an wird alles ganz schnell gehen. Ich bin nicht sicher, ob ich so schnell voranschreiten will. In Wahrheit, Chilbert, lastet ein Großteil meines Zorns auf meinem Vater. Nicht auf König Harald. Wir haben es echt mein nicht eilig. Mein Vater hat mein Geburtsrecht an Harald verschenkt, ohne meine Zustimmung oder mein Wissen. So leicht, wie man ein Fass Met verschenken würde. Das war nicht nur eine Täuschung. Es war ein Vertrauensbruch. Und dieser Stachel sitzt immer noch tief. Sei es Fluch oder Segen, die Familie kommt immer zuerst. Ein guter Spruch, Bursche. Wärst du kein Äteling, würde ich dich als meinen Skalden anheuern. Skalde? Das klingt ein wenig wie Skop. So nennen wir unsere Dichter. Meinst du so etwas? Wieder richtig. Erstaunlich. Die Ähnlichkeit eurer und unserer Worte ist verblüffend. Als wären wir entfernte Vettern, nur getrennt von einem Meer aus Raum und Zeit. Der Gedanke gefällt mir. Oh ja. Ist der Jüngling da eine historische Figur? Und der wirkt recht gewitzt. Oh, jetzt haben wir es ein bisschen eiliger. Sehr schön. Und du siehst, die Kamerafahrt würde ich ein bisschen langweilig, ne? Die fährt immer nur so links und rechts am Wolf vorbei. Wird ein bisschen unscharf und dann wieder scharf. Das ist irgendwie ausbaufähig, sag ich mal. Warum sind da Würfel? Aber würfeln tue ich jetzt noch. Auch wenn sowas. Oh, auch wenn sowas in der Nähe ist, das dauert ein bisschen länger. Vielleicht setze ich mich da am Ende mal einen Abend hin und würfel, weil ich mag das Spiel wirklich. Und das soll ja auch rauskommen. Ich glaube, das hole ich mir. Auch wenn ich niemanden zum Spielen habe. Mir selber. Das klang irgendwie falsch. Egal. Steht zu meinem Wort. Manchmal. Wo ab geht's? War ich hier schon? Weiß es nicht. Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten. Unbändige Bestien, die sich über heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Das weiß ich, du Narr. Und was sollen wir jetzt tun? Ich rate, Ihre Forderung in Betracht zu ziehen, Herr. Einen Kampf überleben wir nicht. Bist du das, Leofred? Du erholst dich schnell. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Ein Mann Gottes steht vor dir, Iva. Stolz und bestimmt. Das ist Bogrets Kriegstarn. Hat ein Dutzend unserer Männer am Trent überfallen und getötet. Erst Ivas Axt hat ihn aufhalten können. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30-Ellenwurfs. Genug geplaudert, Heiden! Sagt, was ihr wollt! Wir wollen deine Krone, Herr! Mit deinem Kopf oder ohne? Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide. Doch auf Mercias heiligem Thron hat noch nie ein Däne gesessen.
Und das wird sich auch nicht ändern! Wie will ich das sagen? Wie wäre es mit jemandem aus Nordwege? Wir sind nicht so sanft, aber dafür bessere Dichter. Nordweger, Dänen. Für mich seid ihr alle Hunde. Allesamt gottlose Hunde. Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr Maß zu halten? Mir reicht das ganze Palaver. Ihr seid in unsere Lande eingefallen, habt unsere Bauten geschändet. Wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt. Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an. Damit ist jetzt Schluss. Wir verteidigen, was uns gehört, bis aufs Letzte. Wenn du meine Krone willst, Uba Ragnarsson, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen. Die Mauern bemannen! Zurück zum Lager! Trommelt alle zusammen! Tamevjord wird heute Abend uns gehören! Das lief ja jetzt nicht so gut. Sagt dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Ivar und ich versammeln die Männer. Kannst du mit einem Rambock umgehen? Ich weiß, wofür sie gut sind. Ich will, dass du unseren anführst. Du bist stark und beweglich. Ich werde da sein. Ich ebenso. So, wo sind wir hier eigentlich? Ah, wir sind in der Mitte. Okay. Ja, da. Ohne Wenn und Aber, ohne lang Palaver, gleich mal weiter hier. Ich suche würdige Herausforderer. Ich würde ja gerne, aber es dauert zu lange. Wer bist du? Hab mich mal nicht so an. Ich gehöre zu den Ragnarssons. Wird Zeit, den Rambock einzusetzen. Burgrit wollte einen Kampf? Jetzt kriegt er einen. Bist du bereit für den Angriff? Es kann losgehen. Erobern wir uns ein Königreich. Was wollen wir eigentlich mit ihm anstellen? Cheolbert, stimmt etwas nicht? Ich kenne diese Männer, Eivor. Ich habe eine Tafel mit ihnen geteilt. Vor 2 Wochen noch hat Leofried mich im Schwertkampf unterrichtet. Wir sind Freunde. Freundschaften enden. Nicht selten an der Spitze einer Klinge. So kalt kann ich nicht sein. Schon gar nicht mit Leofried. Er folgt nur Befehlen. Wenn der Angriff losgeht, suchst du dir ein leeres Zelt und bleibst da. Halte mich nicht für einen Feigling. Ich fürchte den Krieg nicht. Ich will nur meine Freunde nicht töten. Es geht nicht anders. Kämpfen oder verstecken. Deine Entscheidung. Feste von Tamworth. Ist aber groß. Das geht aber jetzt. Zerstört das Tor! Muss ich was machen? Rastet die Soldaten ab! Aber die schießen mit Pfeilen! Für Odin! So, wie mache ich das jetzt? Achso. Ah, warte mal, ich muss kurz. Ich wollte das gerade lesen, jetzt ist es egal. Schilde! Ich habe gar kein Schild. Ich halte einfach den Arm davor, okay. Das schneller gehen, wenn ich was Spezielles drücke? Ich glaube nicht, ne? Ich habe das nicht so schnell gelesen. Okay, ich habe zwar kein Schild, aber es bringt trotzdem was. So.
Kann ich mal hier hoch und ein paar Bogenschützen umhauen? So, meine Kollegen. Sind ja alle schon tot hier. Was ist hier los? Oh. Iva ist ein bisschen schneller hier oben. So. Das geht ja gut los. Oh nein, hier ist schon wieder einer mit Speer. Okay, das war's mit dem. Da kommt. Au. Das ist irgendwie ganz cool mit diesem goldenen Ton. Oh, das ist der Fall. Egal. Macht Kämpfen gleich viel mehr Spaß, weil das so grün ist. Oh, das ist Iva. Komm, Junge, Iva. Oh. Da hat aber einer einen ziemlichen Hammer drauf. Achso, stimmt, ich soll da den Rambock anführen. Warte. Oh. Der Weg ist versperrt. Naja, kriegen wir hin. Nicht irgendwie mitmachen? Ihnen zeigen wir's. Ja. Mal kaum bin ich da, geht's hier weiter. Ja, moin. Moin, Papa. Schön, dass du da bist. Schützt den Rambock. Ja. In Deckung. So, genau. Das imaginäre Schild hochhalten. Du machst auf hier, wir wollen rein. Hacken die mir gerade die Leute hier weg? Hast du nicht mitbekommen, dass ich da bin? Na, ich habe vorhin gegen 6 habe ich angefangen, spontan. Das heißt spontan. Eigentlich wollte ich. Gestern schon, aber ich habe gestern ein paar andere Sachen machen. Konzentriert euch erst auf die Bogenschützen und ihre Schlachten, sonst schlachten die uns einen nach dem anderen ab. Au. Aber heute kann ich auch nicht so lange machen, weil morgen wieder früh rauf muss. Aber ich dachte, ich nutze die Zeit einfach mal, um der Story ein bisschen folgen zu können jetzt endlich. Denn übermorgen kommt ja schon Cyberpunk raus, da muss ich ja bereit sein für. Muss ich da hoch? Ich muss da hoch, ne? Man hört mich kaum. Ich habe ein neues Mikrofon und da muss ich die Einstellung noch ein bisschen ändern. Wieso brenne ich denn jetzt? Hat er wegen mir brennig? So. Bin ich jetzt nicht zu laut? Jetzt, schwer einzuschätzen noch mit dem neuen Mikrofon. Leofrieds Tagebuch. Was willst du denn jetzt? Ich lese gerade was. Lass mich lesen. Leofrieds Tagebuch, 3 Stunden. So lange haben die Schwestern gebraucht, um meine Schultern zu nähen. Ich bin nicht sicher, ob sich die Mühe gelohnt hat. Die Nähte werden aufplatzen, sobald ich wieder ein Schwert schwinge. Eine riesige, eitrige, offene Wunde. Genau wie dieses ganze gottverdammte Königreich. Ah, vielleicht kriegen wir den ja noch auf unsere Seite gezogen. So, was los hier? Was macht ihr hier? Nix ist. Na komm. Mach nochmal. So,
ihr seid doch kein Problem. Ich habe doch hier schon geübt heimlich. Au. So, Schluss hier. Es ist vorbei, Burkett. Leg die Waffen nieder und ergib dich. Und wie du siehst, bin ich ein klein wenig weiter in der Story. Noch nicht viel. Nö, viel hast du nicht verpasst, aber du bist ja wahrscheinlich schon weiter als ich. So viel wie du suchtest. Nimm drei Männer, seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Ceolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Eine hübsche Rauferei war das, was? Aber ein kleiner Etterling fehlte bei alledem. Wo war der Sohn unseres Königs? Ceolbert war dabei. Vielleicht hast du ihn verpasst. Deine Lügen entsprechen deinem Wesen, Eivor. Groß und kühn. Irgendwie fetzt Eivor. Ich mag ihn. So, wo müssen wir hin? Jetzt hab ich wieder nicht aufgepasst. Aha. Königliches Abkommen an den allmächtigen König. Wir haben eine Abmachung. Jedenfalls, falls es immer noch dein Arsch ist, der den Thron von Mercia wärmt, wenn diese Nachricht ankommt. Was ich weiß, ist folgendes. Die Ragnarsten sind mit jemandem von deinen Leuten im Gespräch. Sein Name ist Ceolwulf. Zusammen schmieden sie einen Plan, dich zu stürzen und ihn an deiner Stadt einzusetzen. Ein Nordmann namens Sigurd ist eingetroffen und hat mich mit den Brüdern verbündet. Der Angriff wird bald erfolgen. Halte deine Männer bereit. Was deine Geheimverstecke angeht, sind diese vorerst sicher. Doch damit das auch so bleibt, musst du bezahlen. Ich erwarte deine Antwort, doch bitte schick mir diesen... Was? Diesmal einen hübscheren Gesandten. Ein Verzeichnis von Zahlungen. Wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem. Womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. Hm. Wer ist denn da schon wieder der Verräter? Eva, ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier, kennst du dieses Zeichen? Tonas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich, über Cheopedun, über unseren Plan. Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setze dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst, du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Ich würde sagen, die Spur führt zu Tonna. Gehen wir, oder? Wir verlieren Zeit. Tonna ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und deine Axt! Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Eivor ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halt ihn von Eivor fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister.
Oh, das rasselt hier mit Fertigkeitspunkten. Das ist ja viel zu einfach nachher hier alles. Sagt er jetzt schon wieder, bevor er nachher wieder aufs Maul kriegt. So. Wo wollte ich hin? Ich wollte hier hin. Nee. Hier hin. Und zwar hier rüber. Nahkampf. Wunderbar, was ist das? Der Paradeschaden. Da muss ich ja sowieso lang, ne? Na gut. So, gleich weiter mit der Story. Nicht viel Zeit verlieren. Ich will heute schön viel schaffen. Oh, da wollte ich ja nicht hin. Warte mal, da kann ich doch theoretisch von... Das war schon wieder die falsche Tasse. Da. Kann ich doch theoretisch von hier aus hin. Da bin ich doch dann ein bisschen schneller. Drücke Q kurz bevor ein Schlag. Ja, das weiß ich. So, ab geht's. Du darfst auch wieder rauskommen. So. Na, wo bleibst du? Na, was? Ich spiel doch nicht Verstecke. Komm her. Wie komme ich da rein? Was heißt hier was? Doofkopf. So. Ich muss hier gar nicht lang. Ich hätte einfach rumreiten können wahrscheinlich. Egal. Gehen wir halt hier durch. Kann ja nicht schaden. Mist, ich dachte, ich komme hier durch. Und dann gehen wir runter. Na. Hättest du mal einfach nicht hingeguckt. Ja, komm. Ich habe keine Zeit, ich muss zu Tonner. Aber. Ja, dann nun schon wieder. Oh, das war ein roter Angriff. Entschuldigung. Ich hänge fest. Das ist ein Wildschwein. Und hier noch eins. Da, das will was von mir. Hilfe. So, ist gut. So, tschüss. Keine Zeit. Also, wenn du mit dem Feuer kämpfst, das Feuer gehe ich von aus. Spannend. Ich glaube, ich hätte mal wetten sollen. So. Du entkommst nicht, du Trolldirne. Ich was? Was ist denn eine Trolldirne? Ey, lass mich durch. Komm, geh weg. Ich komme nicht an dir vorbei. So. Ist ja unfassbar. Ich wollte doch hier nur durch. Tschüss. Das hat keinen Zweck. Hat keinen Zweck? Doch, doch. Oh, die greifen jetzt einfach wahrscheinlich dasselbe Ding nur von der anderen Seite an. Das ist ja praktisch. Ich komme gleich wieder. Das geht sicher nach hinten los. Behalte einfach einen kühlen Kopf. Ruhig, Ivar. Eivor und ich werden uns darum kümmern. Ich weiß. Sigurd, stimmt etwas nicht? Wir werden mit Tona reden. Nur wir beide. Ivar und Ubba warten hier. Tona soll denken, dass wir allein sind. Ich glaube, niemand von uns kann verhindern, dass Ivar ihr den Schädel spaltet. Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen. Gut. Sollen wir? Wir kommen gleich zurück. Ein kleines Vermögen für den, der Tona zu Hehl schickt. Ich erinnere dich daran. In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Tona. Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin. Ubba brauchte ihre Männer und ihr Wissen. Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das gleiche. So, kannst weiterreden. Sie ist eine Söldnerin. Ubba brauchte ihre Männer und ihr Wissen.
Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgrad nicht besiegt haben. Ich habe gehört, Tona dürstet es nach zwei Dingen. Weiches Silber und hartes Bettgeflüster. Beides deutet nicht auf Treuseligkeit hin. Wenn man ihr nicht trauen kann, was bringt sie uns? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht können wir sie zufriedenstellen. Und wenn wir das... Da sind sie ja. Wie erwartet. Wenn sie an dir gefallen findet, rede du weiter. Was? Nein? Ich glaube, du bist eher nach ihrem Geschmack. Nein, nein. Das ist deine Herausforderung. Kommt schon. Trödet nicht so. Ich muss mich in Acht nehmen. Sigurd, warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits. Ja. Der Gestank glühender Kohlen verrät dich. Und doch bist du hier, um zu reden. Also ist Burgred wohl unauffindbar. Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Was? Nenn mich nicht so. Deswegen bin ich nicht hier. Wo König Burgred ist, das wollt ihr doch wissen. Und warum denkt ihr, ich hätte die leiseste Ahnung davon? Wir haben Briefe gefunden. Aufzeichnungen eines Handels. Ihr beide habt eine Vergangenheit. Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste. Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnarsson-Dummköpfe sagen könnte. Du redest aber gerade mit mir. Und ich will wissen, was du weißt. Nenn mir deinen Preis. Also gut. Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen. Du könntest sie bezahlen. Habe ich 2 Charisma? Ich glaube ja, ne? Wenn Sheolwulf auf dem Thron sitzt, wird es ihn kaum freuen, dass du ihm im Weg standest. Dass du an ihm zweifeltest. Gib dich mit der Hälfte zufrieden und Sheolwulfs erster königlicher Befehl wird nicht deine Enthauptung sein. Starke Ansage. Spuck's aus. Burgred bezahlte mich, um die Ragnarssons von 2 Orten fernzuhalten. Legrakester und Tempelbuch. Eine große Menge Silber. An eurer Stelle würde ich da mal nachsehen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Wir sind hier fertig. Legrakester und Tempelbuch. Sagen dir diese Orte etwas? Mir nicht, aber den Brüdern sicher. Ich werde es ihnen erzählen. Bleib nicht zu lange hier. Wir müssen uns einen König fangen. Was heißt, bleib nicht zu lange hier? Ich will hier gar nicht sein. Die haben mich vorhin angegriffen.